Es gibt hier zwei verschiedene Varianten. Das heißt, einmal das müssen Sie unten sehen, Mosaik, das ist jetzt das, was ich ausgewählt habe. Und die klassische Variante, ich glaube, die haben Sie in der Regel am häufigsten hier gesehen. Die bietet sich eigentlich auch an, wenn man mit mehreren Monitoren arbeitet. Das Mosaik ist ganz gut, wenn ich jetzt auf dem Laptop oder mir das auch auf dem Tablet vielleicht anschaue. Wenn ich nur ein Fenster habe, hier kann ich rein theoretisch recht viel in einem Fenster überblicken, meine offenen Orders, meine Positionen. Möchte gerne mit der Mosaikvariante anfangen, dass Sie auch sehen, was hat das für Vor- und Nachteile hier, diese Varianten. Und dann gehen wir auf die klassische Darstellung. Soweit ich mich erinnern kann, haben die meisten jetzt von Ihnen auch die klassische Anwendung hier. Und man kann auch bei der Mosaikvariante trotz dessen ganz normal die BookTrader-Fenster offen haben. Ich denke, es ist immer wichtig, dass man sich hier ja für eine Variante entscheidet und mit der dann auch im Endeffekt dann so arbeitet. Es ist ähnlich wie bei TradeStation. Es gibt ja für alles, sage ich mal, mehrere Möglichkeiten, das Ganze dann anzuwenden. So ist es auch hier der Fall. Vielleicht fangen wir hier an dieser Stelle einmal an. Also Sie haben oben, das ist der Hauptmonitor, das Monitorfenster hier mit Portfolio, wo alle Ihre Positionen drin sind. Das heißt, das sollte immer vorhanden sein. Da kann man auch jetzt nichts groß verändern oder verstellen. Das heißt, da sind alle Ihre offenen Positionen enthalten. Sie können natürlich hier eins machen. Das werden Sie dann auch sehen bei der klassischen Variante, dass man hier die Darstellung ändert. Das heißt, hier sehe ich den aktuellen Profit Loss. Das ist immer bezogen auf die Veränderung zu gestern. Und dann hier das jeweilige Symbol oder die jeweilige Option. Und dann welche Stückzahl ich hier mal mit welcher Stückzahl ich hier positioniert bin. Und ja, da sieht man das, was heute natürlich die größte Veränderung gebracht hat. Das war völlig klar, ist Qualcomm. Kann den Wert anklicken. Das ist das Schöne, das ist automatisch schon so eingestellt. Sehe dann den Chart, auch wenn der Chart des Puts jetzt nicht ganz so aussagekräftig ist, hier dargestellt. Kann dann hier oben die Position und die Order eingeben. Vielleicht können wir das Ganze mal für eine Aktie machen, da sieht man es SONS, die Aktienposition. Man kann natürlich hier dann auch die einzelnen Fenster, sage ich mal, noch ändern. Also wenn man jetzt zum Beispiel keine Nachrichten dazu haben möchte, obwohl das ganz sinnvoll ist. Sie sehen für alle Werte, wo sie jetzt irgendwo investiert sind, zeigt er mir die jeweiligen Nachrichten an, was jetzt irgendwo hier dafür interessant ist. Ist natürlich alles in Englisch, aber wenn Sie jetzt diese Mosaikvariante in irgendeiner Form verändern wollen, dann haben Sie hier oben den Button Layout gesperrt. Das müssen Sie, wie gesagt, erstmal anklicken und dann können Sie einzelne Dinge rausnehmen, wie Nachrichten. Wenn Sie jetzt sowieso da in dieser Form jetzt keine Nachrichten auf Englisch verfolgen, dann bringt es auch nichts, das hier drin zu lassen. Das ist alles, was hier kommt, zu Ihren jeweiligen Werten, aber dann halt immer in Englisch. Und man kann sich aber hier rein theoretisch zum Chart auch noch den BookTrader mit reinnehmen. Also man hat dann schon die Möglichkeit, das zu verändern. Ich nutze es, wie bereits erwähnt, wenn man unterwegs ist, auf dem Laptop ist es ganz sinnvoll. Und dann kann man hier die ein oder andere Einstellungen vornehmen, weil man hat ja dann in der Regel nur einen Monitor. Und bevor man dann immer hin und her klickt, ist es ganz praktisch, das vielleicht hier in diesem einen Fenster offen zu haben. So, ich kann es mal kurz demonstrieren. So, Layout freigegeben. Sehen Sie, das Ganze ist jetzt grün umrahmt. Das kann ich zum Beispiel hier, wir hatten ja gesagt, die News möchte ich rausnehmen. Kann das entfernen. Dann habe ich auch die Möglichkeit, was haben wir hier noch?
Was das für ein Tool ist, aber es zeigt auf jeden Fall nichts an. Das kann ich auch rausnehmen. Also wichtig ist der Chart, ganz klar. Und Sie haben es ja bei mir gesehen. Ich mache das gerne über den Book Trader, dass ich auch irgendwo so ein Stück weit die Markttiefe hier mit habe. Und das kann man dann auch dementsprechend noch ergänzen. Müssen wir auf Datei und dann Time and Sales, das haben wir hier, müsste auch der Book Trader, hier unten ist es Book Trader. Dann Verlinkung ist immer gleich automatisch eingestellt, das ist eigentlich nicht schlecht. Kann ich den Book Trader hier mit reinnehmen. Von der Größe noch etwas anpassen. Nehmen das natürlich hier oben dann noch raus, das brauche ich dann nicht mehr. So eine Möglichkeit geben, das hier noch zu verschieben. Hier auf den Zwischenraum, ja. Den Chart anpassen, wenn Sie dann alles eingestellt haben, so wie Sie es hier benötigen in mein Fenster. Dann kann man im Endeffekt das Layout wieder sperren, dass es auch alles so erhalten bleibt. BookTrader kann ich natürlich auch noch so verändern, wie ich das Ganze jetzt hier brauche. Einzelne Tafeln zuklappen. Verlinkt ist das Ganze, so kann man gleich im einen Fenster im Endeffekt das vornehmen, was man hier gerne ja, ändern möchte. Und wenn wir nochmal kurz hergehen, JBLU. BLU, PLUG, Sie sehen, es wird der Chart geladen, es wird der Book Trader geladen und ich kann jetzt hier direkt die Positionsgröße eingeben. Müssen natürlich hier erst schauen, hier sehen Sie es ja, Position 56 Aktien, die ich jetzt habe, könnte die dann hier dementsprechend verkaufen. Beim Aktienchart oben können Sie natürlich auch die gewohnten Veränderungen einstellen. Wenn Sie hier oben, wo 10 Minuten Candles enthalten ist, reingehen, haben Sie dann die Möglichkeit, das von der Laufzeit, wie gesagt, oder von den Darstellungen der Candles jetzt zu ändern. Wenn Sie den Tageschart sehen möchten, dann stellen Sie das Ganze auf täglich ein. Wie gesagt, Chart-Tool finde ich jetzt nicht so schön gemacht. Es ist auch recht begrenzt, was jetzt, was sage ich mal, was die Anwendung anbelangt. Da gibt es natürlich bei anderen Plattformen oder bei anderen Anbietern mehr Möglichkeiten, auch dann gewisse Indikatoren oder Grafiken hinzuzunehmen. Da ist es, sage ich mal, jetzt Interactive Poker nicht unbedingt das am besten geeignete. Da gibt es auch, glaube ich, die ein oder andere Freeware, wo man mit dem Chart ganz gut arbeiten kann. Ansonsten muss man halt hier damit auskommen, was hier verfügbar ist. Zum Chart werde ich dann hinterher noch etwas mehr sagen und auch noch die eine oder andere Einstellung zeigen. So, das erst einmal dazu. Dann, wenn Sie das wie gesagt alles eingestellt haben, erstmal nur von den Fenstern. Man kann natürlich in jedem Fenster dann noch einzelne Einstellungen vornehmen, aber so wie Sie das jetzt angeordnet haben möchten von der Größe, denke beim Book Trader ist es halt wichtig, da es hier oben noch einiges gibt, das nicht zu klein zu wählen. Und dann Layout frei, Layout gesperrt. Dann bleibt es im Endeffekt zu erhalten. Ich kann hier auch nicht irgendwie, das wollte ich gar nicht einzeichnen, kann jetzt auch hier nichts verstellen oder keine Fenster wieder verschieben. Ja. So, das ist einmal zu dieser gesamtheitlichen Einstellung des dieser Mosaikdarstellung. Wie gesagt, automatisch sind die Sachen verlinkt, hier oben ihre Positionen.
Hier unten sehen Sie die Orders, das heißt so leicht grau oder nur noch grau hinterlegt, sind jetzt die Orders, die schon ausgeführt wurden. Und der Rest, was Sie hier sehen, sind im Endeffekt die Orders, die ausgeführt wurden. Muss aber hier mal das gleiche Fenster, das gleiche Konto eingeben. Ja, da sehen wir hier JBLU wurde ausgeführt, Qualcomm, PAY und dann nochmal JBLU. Das waren die einzelnen Orders. Der Rest ist hier im Bereich des Währungshandels. Und dann haben Sie die Möglichkeit auch hier auszuwählen, wollen Sie jetzt die aktiven Orders sehen, also die zwei, die jetzt drei, die noch offen sind, auf JBLU und diese Währungen, oder wollen wir uns nur die anschauen, die ausgeführt, in dem Fall komplettiert wurden, dass im Endeffekt dann Sie eine Übersicht haben, was ist heute passiert. Und dann können Sie natürlich auch diese Werte, die jetzt ausgeführt wurden, anklicken und sehen diese dann in BookTrader. Und im Bereich Optionen, bei Optionen ganz wichtiger Hinweis, Daily Candles sind hier nicht zu sehen. Sie können sich natürlich den Optionschart anzeigen lassen, aber keine Tageskerzen. Also müsste man mindestens hier auf eine Stunde gehen. Dann sehen wir hier den Anstieg von JBLU in den letzten Tagen. Ah ne, ja doch, das ist JBLU. Sollte eigentlich dann auch im BookTrader das gleiche geladen werden. Ja, da haben wir jetzt hier die Optionen aktuell bei 85 Cent. So, das dazu. Dann gehen wir mal in die nächste Rubrik, Favoriten. Da sind jetzt noch vier Werte drin, die kann ich im Endeffekt rausnehmen. Das sollten Sie dann auch ja, hier nutzen, dass Sie Ihre eigenen Einstellungen oder Ihre eigenen Werte, die Sie unter Beobachtung haben, dann dort einfügen. Das ist im Endeffekt dann auch ähnlich für die klassische Darstellung, zu der ich gleich noch komme. Ich möchte nur ganz kurz parallel die TradeStation noch starten. Ne? Da ich hier noch eine Intraday-Position offen habe, die noch überwacht werden muss. So, ich glaube, Favoriten ist schon allgemein so eingestellt. Da müssen Sie im Endeffekt nur draufklicken. Ich weiß nicht, ob da schon Vorgaben jetzt zwei Beispiele drin sind. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, hier über dieses Plus weitere Werte einzustellen. Können Sie jetzt sagen, Watchlist. Die können Sie dann auch dementsprechend selbst hier bezeichnen. Vor allem, wenn Sie jetzt mehrere Märkte wie Währungen und Optionen handeln, könnte ich jetzt sagen, das ist Aktien und Optionen. Und wenn Sie die anderen Listen hier wie US Movers, die es glaube ich auch so vorgegeben, oder Favoriten jetzt löschen möchten, dann einfach rechte Maustaste auf die jeweilige Kursmonitor oder Watchlist da oben und dann auf Candles nochmal kurz ging, glaube ich, ein bisschen schnell. Auf Schließe Watchlist. Das gleiche gilt jetzt für die größten Bewegungen. Das ist ähnlich wie es der ein oder andere, der vielleicht vorher auch mit Interactive, mit TradeStation gearbeitet hat, kennt. Das ist hier die größten Aktien. Bewegung, also quasi wie eine Hotlist. Prozentual die größten Gewinner und Verlierer des heutigen Tages.
Denke auch ganz hilfreich, das hier mitzusehen. So, bleiben wir beim Bereich Aktienoptionen. Jetzt hatten wir gerade einen Wert. Ich suche nochmal die Bezeichnung raus, die ich hier gerne mit einfügen möchte. CTXS. Den man dann direkt dort eingibt, dann kann man hier auswählen erstmal die Aktie. Dann lädt er mir jetzt die Aktie und ich mache es immer so, dass ich jetzt halt, da wir häufig dann auch die Option dazu handeln, nicht nur die Aktie auswähle, sondern logischerweise dann auch gleich die zugehörige Option dazu mit eintrage. Das war hier in dem Fall jetzt der Dezember Call auf 65 oder halt den Strangle, was wir vorhin gesehen haben. So, dann gehen wir hier auf Optionen. Dezember 2014. Und haben erstmal hier Call Put, also das ist auch dann wie gesagt für diese normale Variante, würde ich jetzt mal sagen, für die klassische Darstellung das gleiche. Wählen hier 65 aus, Call Put. Gehen wir auf Call. Smart ist immer die richtige Auswahl hier und dann schauen wir oben nochmal. Verfallstermin 20. Zwölfter, hier sieht man es, 20.12.2014, das stimmt. Ist gerade immer dann immer etwas kompliziert. Ich glaube, da hat der eine oder andere auch schon mal einen Fehler gemacht, wenn es jetzt für den aktuellen Monat oder bei den manchen Optionen gibt es ja dann die Weekly Options, dass man halt auch da nochmal prüft, was ist es für eine Option. Ist es das richtige Verfallsdatum? Man kann es im Endeffekt hier an dem Symbol ablesen. Das ist genau wie es bei TradeStation der Fall ist. Immer von rechts nach links. 20. Dezember 2014. Steht nochmal Multiplikator 100. Das ist eigentlich immer das gleiche. Währung US-Dollar. Basispreis. Hier beim Verfallstermin ist es jetzt Monat, Jahr. Andersrum, Tag, Monat, Jahr, das ist 2014-12. Habe ich in der Form jetzt auch noch nicht gesehen. Da kann man es aber auch sehen oder sonst halt, wie gesagt, am Symbol. Weil man hat schnell mal die falsche Option hier, zwar für den gleichen Monat, aber da ist ein, zwei Wochen sind manchmal die entscheidenden Zeiträume. Deswegen hier drauf achten und halt als Börse ganz klar hier Smart. Kann man, glaube ich, auch hier oben direkt auswählen. Und dann das Ganze mit OK bestätigen. So, das ist wieder das Gute, wenn jetzt hier etwas passiert und wir sagen, wir wollen hier einsteigen. Klicken Sie die Option an, Sie haben direkt den Book Trader dazu, sehen auch den Chart, wobei der Optionschart sieht man höchstens jetzt den Verlauf über den letzten Tage. Leider nicht auf Daily Basis zu sehen ist. Und hier die Aktie. Aktie können wir jetzt dann den Chart, das kommen wir vielleicht später noch dazu, auch noch die ein oder andere Einstellungen vornehmen. So, das zu Aktien und Optionen. Wir werden sicherlich sinnvoll, dass Sie das vielleicht identisch einstellen. Ich hatte es ja mal gezeigt, es gibt auch die Möglichkeit hier, das Werte dann zu importieren. Das heißt, ich kann das als Excel ausgeben, aber dann müssen die Spalten im Endeffekt genau gleich sein. Deswegen habe ich jetzt hier nur Last und Veränderung und den aktuellen Preis drin. Ansonsten kann man natürlich die Spalten dementsprechend auch noch anpassen.
Also Sie sehen immer hier diesen Schraubenschlüssel, der gibt es für den Chart, gibt es für diese Watchlist, gibt es für die Orders, gibt es für den Book Trader. Das heißt, überall, wo Sie das sehen, sind dann Einstellungen durchzuführen. Möchte das vielleicht diese vier Funktionen einmal besprechen? Schauen wir uns ganz kurz aufgrund der aktuellen Situation hier TAP an, ist am Tageshoch. Hatte vorhin gesagt, den nehmen wir mal mit in die Watchlist. Heute sehr schöne Bewegung. Was konnte ich diese 72,50, ob die. Ja doch, da war der Tiefkurs heute. Nein, nicht ganz. Also das muss wohl vorbürstlich gewesen sein. Hier bei TradeStation sehe ich es bei 73,80. Also die Chartfunktion, da gibt es schon noch ein paar Sachen, die hier verbesserungswürdig sind. So, dann klicke ich TAP an, sollte jetzt auch den Book Trader dazu erhalten. Verlinkung ist eingestellt. Aber er hat jetzt immer noch CTXS. Da muss man etwas Geduld haben, ansonsten kann man natürlich auch das manuell eingeben, wenn es jetzt zu lange dauert. TAP, wie gesagt, gerade vor dem Durchbruch, die Aktie der Nice, wo wir die Option haben. Jetzt haben wir es. Also jetzt am Tageshoch, das ist immer blau markiert, diese Tageshoch. Jetzt waren wir ein bisschen schnell, ich wollte Ihnen nur zeigen, es hätte schnell mal ein paar Cent geben können. Das ist jetzt schon bei 76,30. Wenn Sie natürlich das dann zu unübersichtlich oder zu klein finden, kann man auch das Layout wieder freigeben. Und dann den Book Trader einfach größer nehmen. Das geht auch. Also TAP gerade am Tageshochkurs jetzt Durchbruch durch 76,20. Und das läuft auch schön mit Volumen. Also da denke ich mal, sind sogar noch ein paar Cent drin. Mal sehen, auf einem kleinen Rücksetzer, also 76, vielleicht mal hier einen Intraday-Einstieg. Da können wir parallel auch noch hier einen Trade mit durchführen, aber jetzt am Hochkurs würde ich da erstmal abwarten. Das sind natürlich auch immer Intraday-Schwankungen. Es läuft ja auch noch 3,5 Stunden. Also das sollte auf jeden Fall noch ein paar Bewegungen hier geben. Jetzt prüfen wir mal kurz, wieso das. Ja, jetzt lädt das einmal frei. Also es ist bei der Mosaic-Variante auch ganz gut, wenn man alle anderen Fenster schließt. Ich hatte THP, glaube ich, noch als Book Trader parallel offen. Deswegen hat es hier nicht geschlossen, weil es ist ja diese Idee, dass alles in einem Fenster ist und man hier schlussendlich die Übersicht auf einem Monitor hat. So, aber kommen wir noch, wo wir stehen geblieben waren, zu den Einstellungen hier über diesen Schraubenschlüssel. Also Sie sehen, wenn Sie das Ganze öffnen, kommt hier Trading Tools Watchlist, Watchlistendarstellung, Aktie Option. Also setzt nur für diese Aktienoptionen, da kann man erstmal angefangen von Farben, hier diese Darstellung der Farben auch ändern, also welche Farbe etwas angezeigt wird. Ich denke, das ist für die wenigsten jetzt interessant. Ansonsten, schau mal, Window. Schriftgröße können Sie auf jeden Fall noch ändern, wenn Ihnen etwas hier zu klein ist. Aber es gab dann auch noch eine Möglichkeit.
Ja gut, bleiben wir hier beim Favoritentraining. Ich dachte, man kann da auch die Zeilen da etwas größer schieben, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Ansonsten, ja, wie schon erwähnt, die Symbol, der letzte Kurs und Veränderung Prozent, das sind jetzt die einzigen vier Dinge, die ich hier eingefügt habe. Hängt damit zusammen, wenn ich es mit Excel exportieren möchte oder in Excel exportieren und in eine andere Trader Workstation importieren, müssen die angezeigten Spalten exakt identisch sein, sonst geht es leider nicht. Und da ist es natürlich immer sinnvoller, das hier etwas einfacher zu handhaben. Denk viel mehr Informationen, natürlich das Volumen, ganz klar, braucht man bei Beobachtungslisten nicht. Beim Portfolio oder bei Werten, die Sie jetzt im Depot haben, ist natürlich wichtig, die den Gewinn und Verlust zu sehen. Was ist realisiert, was ist offener Gewinn und Verlust, also was Sie hier im Bereich Positionen dann finden. Mit wie viel Kapital bin ich investiert? Was ist mein Durchschnittspreis? Also all diese Dinge finden Sie hier in den Marktdatenspalten und können diese auswählen und dann mit hinzufügen auf der linken Seite mit ergänzen, wenn Sie irgendwas rausnehmen wollen, dann mit Remove das Ganze hier entfernen. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wenn man gerade jetzt in mehr als einem Bereich unterwegs ist oder mehr als einen Bereich beobachtet, investiert ist, sollte man das schon strikt trennen. Also es reicht schon, wenn man jetzt sagt, man handelt Aktien und Optionen. Dann sollte man eine Kursmonitor haben, wo man sich seine Aktien reinschreibt, die anderen die Optionen. Wobei bei den Optionen auch immer eins sinnvoll ist. Wir können das ja mal bei TAP machen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch hier auch bei Interactive Broker die Option mit offen ist. Also Option Januar 2015 und wir hatten, muss ich jetzt lügen, aber ich glaube 77,50. Okay. Ja, das sehen wir hier unten. Ist auch eine Position vorhanden. Und da lohnt sich natürlich jetzt, ich zeige das mal, auch wenn ich es dann wieder rausnehme, wenn ich jetzt bei Position den Durchschnittspreis reinnehme, unrealisierter P&L, ah, jetzt kommt TAP richtig nochmal nach oben. Schon 20 Cent, seitdem wir hier den Durchbruch gesehen haben. So, sehen Sie, unrealisiert. Das muss ich natürlich jetzt, passt nicht immer, das ist natürlich der Nachteil, passt nicht alles hier in diese Übersicht mit rein. Ist der Nachteil bei dieser Mosaikdarstellung, wenn wir jetzt auf die klassische gehen, die sicherlich die meisten von Ihnen verwenden, wenn Sie mit mehr als einem Monitor arbeiten, dann ist der Kursmonitor oder die Beobachtungsliste immer ein Bildschirm. Und auf dem zweiten habe ich dann als Beispiel Chart und Matrix, die ich sag schon Chart und Matrix, Chart und BookTrader, die ich dann beobachte und die dann auch mit dieser Watchlist über miteinander verbunden sind. So, also aktuell noch 112 Dollar offen an unrealisierten Gewinn. Durchschnittspreis jetzt haben wir hier 192. Nehmen das wieder raus. Ah, jetzt war mein Durchschnittspreis, genau 1,97er. Und ansonsten war jetzt noch Long Marktwert, glaube ich, ganz interessant. Dass Sie immer sehen, das ist nicht ganz wichtig, dass Sie immer sehen, mit wie viel Kapital sind Sie dort investiert. Also das ist hier eine Investition von, also jetzt nicht eine Investition, aktueller Marktwert, weil ich stehe ja jetzt bei 3,10 Dollar, glaube ich, von 310 Dollar. Also was im Endeffekt noch für Kapital dort investiert ist, immer auf den jeweiligen Kurswert. Also wenn man jetzt irgendwo einsteigt, erkennen Sie dann relativ schnell daran, ob Sie jetzt damit zu viel Kapital drin sind oder zu wenig, also Long Marktwert. Diese Einstellung gesucht, dass diese Spalten gleich die großen. Dass man auch hier nicht mit den Pfeilen hin und her schieben muss. Nehmen wir noch kurz unsere SONS-Aktie hinzu.
Ist natürlich auch für den Währungsmarkt sicherlich ganz interessant. Da sehen wir, hier sind wir schon etwas mehr investiert mit 1100 Dollar. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, den Sie mit einfügen sollten. So, dann nehmen wir das mal wieder raus, also TAP, nur noch kurz hier der Hinweis, klicken wir es nochmal an. Weiter auf dem Vormarsch. Scheint so, also dass hier sehr viele Investoren sich noch eindecken. Alleine 2 Millionen jetzt an gehandelten Aktien seit den letzten 2 Stunden. Ne? Müsste natürlich hier, um das besser erkennen, die 5-Minuten-Darstellung. Ja, was das Chart-Tool anbelangt, hatte ich meine Meinung schon gesagt, da gibt es sicherlich bessere Alternativen. Da muss man sagen, es ist jetzt nicht gerade das Optimum, aber der Kurs, so wie es hier oben alles dargestellt ist, dieser Anstieg, ganz gut. Aber das ist im Endeffekt so, wie es auch wirklich jetzt war. Und nach kann das natürlich dann auch dementsprechend größer schieben und hier enger nach unten ziehen, auch wenn man andere Balkencharts haben will. Diese Möglichkeiten und diese Einstellungsformen gibt es natürlich alle, so wie Sie es vielleicht auch von anderen Anbietern kennen. So, dann nehmen wir das hier noch kurz raus. Machen vielleicht noch ein kurzes Beispiel zum Achso, jetzt habe ich es schon ausgenommen. Sonst hätte ich hier mal zeigen wollen, wie viel, dass man auch sieht bei Währungen, wie viel im Endeffekt da im jeweiligen Depot investiert ist. Immer mit der Hebel mit 5, das heißt, ist hier Long-Marktwert natürlich, wenn man long investiert ist. Wir sind hier short. Gut, das ist jetzt ein japanischen Yen. Ah, das ist jetzt aber mit Hebel. Okay, das bringt dann beim Währungsmarkt hier nichts. Da kann ich mal schauen. Das sollte sicherlich eine andere Möglichkeit geben, um das auch ohne den Hebel zu sehen. So, das dazu, also bei den, um zu dem Chart zurückzukommen. Hier oben die Einstellung der Kerzengröße, dann welche Laufzeit Sie hier haben wollen. Und interessant, wenn Sie mit der rechten Maustaste reinklicken, dann haben Sie auch die Möglichkeit, hier verschiedene Sachen zu bearbeiten oder Indikatoren hinzuzunehmen. Machen das vielleicht mal bei einer Aktie, DDC, was wir schlussendlich immer bei den Aktien mit beobachten wollen, ist gehen auf die täglichen Candles. Oder so gesagt, hier mal auf die Einstellungen. Und zwar gibt es hier eine Rubrik.
Splits und Dividenden. Gut, Sie können sich Trades anzeigen lassen. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt, dass man nochmal nachschauen kann, wo ist man eingestiegen, wo ist man ausgestiegen. Aber ich hatte hier. Eigentlich irgendwo die implizierte Volatilität gesehen, aber also es geht ja noch ein ganzes Stück weiter. Ja, Hochvolumen können Sie sich hiermit anzeigen lassen. Genau, das hatte ich jetzt übersehen. Wenn Sie aktiv oder wenn Sie die Orders jetzt nicht mehr dargestellt haben wollen, wie gesagt, können Sie das Ganze auch hier einfach entfernen. Ja, das finde ich jetzt leider nicht. Ja, es ist gerade im Hintergrund TAP jetzt schon 70 Cent, seitdem ich das erwähnt hatte, nach oben, läuft wirklich mit hohem Volumen. Da kommen jetzt viele Investoren rein und wir sind noch eine ganze, haben noch eine ganze Weile, bis die Quartalszahlen kommen oder was gesagt, bis Börsenende ist. Also da bin ich mal gespannt, wie weit das jetzt intraday läuft. Wir sind jetzt schon bei 3,4% im Plus. Ist natürlich immer, wenn dann vielleicht schon die ersten ihr Volumen wieder abziehen, aber denke mal, vor den Quartalszahlen wird es da sicherlich noch die ein oder andere größere Positionierung hier geben. Und die nächste Hürde ist ja jetzt schon die 77, kurz vor unserem Strikepreis. Da werden wir später dann auf jeden Fall nochmal drauf schauen. Gut, ja, hier was wichtig, wie gesagt, wäre Volumen. Das lasse ich mir gerne mal mit anzeigen. Dachte ich auch eine Möglichkeit hier für die implizierte Volatilität. Splits und Dividenden brauche ich jetzt nicht. Wenn Sie irgendetwas wie aktive Orders nicht sehen wollen, dann nehmen Sie diese Einstellung hier einfach raus. Und dann können wir das Ganze wieder mit OK bestätigen. So, Volumen heißt im Endeffekt jetzt, wenn ich hier das wie mit dem Fadenkreuz hingehe, sehen Sie, was ist für ein Volumen, an welchem Tag hier gehandelt wurden. Und zwar sieht man das jetzt unten links im Chart. Natürlich nur, wenn ich jetzt gerade mit der Maus dann an irgendeinem Teil des Charts mich gerade befinde, sonst wird das Ganze nicht angezeigt. Und sonst hat man halt die Möglichkeit noch mit diesem Schraubenschlüssel das war mit dem rechte Maustaste in den Chart über Studie hinzufügen, dann gewisse Standardindikatoren hinzuzunehmen. Das ist jetzt, da ist die Auswahl relativ begrenzt, wie Sie hier sehen. Dann haben wir noch mit Index vergleichen, das interessant und Volumen anzeigen.
dass man so einen Chart angezeigt bekommt. Das ist, denke ich mal, die sinnvolle Variante. Klar, es ist auch schön, wenn ich da mit dem Fadenkreuz reingehe, zu sehen, was wo an welchem Tag passiert. Aber hier will ich es grafisch sehen. Ich will grafisch sehen, wo ist denn das große Volumen hier in den Markt gekommen. Und bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch für die Optionen macht. Natürlich nicht bei täglichen Candles. Dann nehmen wir mal unsere heutige JBLU. Da sehen wir hier heute, gestern und heute hier, wie das Volumen hier hinzugekommen ist. Also das ist wirklich viel Bewegung. Waren jetzt heute sogar schon bei 90 Cent, ist wieder ein Stück zurückgekommen. Ich hatte jetzt den Einstieg noch 75, leider nur eine kleine Position, aber kleine Rücksätze werde ich hier sicherlich nochmal nutzen, um hier auch einen neuen Einstieg zu vollziehen. So, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal eine kurze Pause von 10 Minuten. Halt die Aufzeichnung mal an. Die kann ich Ihnen dann, wie gesagt, heute nach 22 Uhr zur Verfügung stellen. Und bin dann gleich mit den Torzeichnungen. Die Einstellung durchzuführen. Was braucht man hier? Welche Rubriken? Wenn wir hier auf Konfigurieren gehen. Für mich ist es halt wichtig, nicht nur den Durchschnittspreis, die Position, sondern wo haben wir die Laufzeit? Ah, hier im Bereich oder Spalten, weil wir sind jetzt im Bereich Marktspalten, sind im Endeffekt die Spalten fürs Portfolio, das heißt, was Sie im Portfolio alles angezeigt bekommen möchten. Und im Bereich Order-Spalten, die sind relevant für den Bereich Pending. Sollen das nochmal kurz hier einzeichnen? Die Order-Spalten für den Bereich Pending und die Marktspalten sind wichtig für den Bereich Portfolio, da das, wie gesagt, hier unterschieden wird. Können Sie dann dort die gewünschten Einstellungen treffen. Ich möchte hier nur mal ein Beispiel machen, was ich jetzt für sinnvoll erachte. Öffnen wir das Ganze noch einmal. Also im Bereich oder Spalten Destination ist im Endeffekt, wo es ausgeführt ist, das kann man auch rausnehmen. Also man sollte sich wirklich auf das konzentrieren oder das einfügen, was man wirklich benötigt. Alles andere kann man im Endeffekt dann auch rausnehmen. Status anzeigt ist jetzt grün, das heißt, es ist im Endeffekt aktiv. Das sollte man schon drin lassen. Den Tradepreis ist auch klar, der Preis, zu dem es dann ausgeführt wird, wobei der ist dann nicht mehr im Bereich Pending zu sehen, sondern dann eher in dem Bereich, wenn es dann ausgeführt ist als oder, das können wir eigentlich auch rausnehmen, löschen, das können wir drin lassen, der Limitpreis, genau, das ist der Preis, zu dem Sie Ihre Order aufgegeben haben, das ist auf jeden Fall relevant. Typ ist auch klar. Und oder Laufzeit ist halt wichtig, dass Sie jetzt auch, wenn Sie eine Order über den Tag hinaus beibehalten wollen, dass Sie dann auch hier das Ganze auf GTC einstellen können. Oder bei Aktien, das werde ich dann auch zeigen, auch gegebenenfalls das Ganze dementsprechend für nachbörslich. Das geht auch. Jedenfalls bei Limit-Orders, Stop-Orders sind ja immer nur im Haupthandel möglich. Stückzahl ist klar, prozentuale Veränderung kann man drin lassen. Das sieht man hier in dem Bereich Orders auch nochmal, wie hat sich der Wert heute prozentual verändert. Was haben wir noch? Methode. Gut, das ist jetzt eher für dieses Masterkonto relevant. Das braucht man jetzt eigentlich auch nicht. Ich lasse es auch mal drin. Also gut, Kontrakt ist sowieso klar.
Verteilung, da wird Ihnen der letzte Kurs angezeigt, bei mir jetzt noch, wie die Verteilung auf die Konten dann unterschieden wird. Methode, da haben wir die Veränderung, das können Sie rein theoretisch auch rausnehmen, prozentuale Veränderung, wenn man es nochmal sehen möchte, und dann Aktion, Kauf oder Verkauf. Bid und Ask, jetzt muss ich mal schauen, Bid und Ask ist gleichzeitig hier Stückzahl. In dem Fall Stückzahl und Orderlaufzeit. Das ist natürlich auch klar, das sollte man auch drinnen behalten. Und dann kann man das mit OK bestätigen. Das ist auch dementsprechend übersichtlich angepasst auf das jeweilige Fenster. Und für Portfolio können Sie das auch anpassen. Gehen wir mal rein, was brauchen wir hier und was können wir rausnehmen? Das sind jetzt, wie gesagt, die Bereiche, der Bereich Marktdaten. Marktdatenspalten. Kontrakt ist klar. Position ist klar. Sie sehen, mit wie viel Sie investiert sind. Durchschnittspreis. Das ist der durchschnittliche Preis, zu dem Sie eingestiegen sind. Kurswert würde ich dann auch drin lassen. Das ist der aktuelle Wert, der jeweiligen Position. Also wie viel Kapital, die Position aktuell wert ist. P und L. Denke, das ist auch soweit klar. Das ist dann, der Gewinn und Verlust. Immer zum vorhergehenden Tag. Da könnte man höchstens noch eins hinzunehmen. Bid und Ask können wir hier rausnehmen. Auch Bid und Ask Volumen brauchen wir nicht. Interessanter ist hier noch im Bereich Position und Profit und Loss. Der unrealisierte und realisierte Gewinn. So, da sehen wir jetzt das Ganze hier hinten. Und ja, unrealisiert hier bei ABBV noch ein recht großer Wert offen. Ansonsten realisiert ist heute natürlich der große Wert bei Qualcomm gewesen. Vielleicht macht es auch Sinn, ich glaube, das kann man hier direkt auch verschieben, dann den Last neben den Durchschnittspreis zu setzen. Da sehen Sie, wo sind Sie eingestiegen, wo ist der aktuelle Kurs, Kurswertveränderung von heute zu gestern. Zahl, das bezieht sich jetzt nur auf die Orders, also Sie sehen ja, darunter sind auch direkt noch die Orders dargestellt. Die haben wir aber hier bei Position, das können wir eigentlich rausnehmen, das sieht man ja rein theoretisch dann auch im Bereich der Pending Orders und Destination können wir hinten auch noch rausnehmen, also gehen wir nochmal kurz rein, Marktspalten. Destination hatte ich eigentlich rausgenommen. Remove. Okay. Ah, da haben wir noch einiges weiter. Also, wie gesagt, diesen Schraubenschlüssel oder diese Einstellung muss man für jeden Reiter, für jeden Kursmonitor separat durchführen. Deswegen auch nochmal hier die Unterscheidung Marktspalten oder Spalten. Einen Moment, ich gehe mal kurz, was hier hinten noch alles kommt. Realisierter P, das können wir eigentlich alles löschen. Ich glaube, das kann man auch
Hier direkt anklicken, lösche Spalte, das geht vielleicht einfacher. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht löschen. Dann nehmen wir hier noch Lösche Zusatzlimitspalte, übermitteln, Lösche Übermittelspalte, Status, Lösche Tretpreis. Status kann man drin lassen, kann man rein theoretisch auch hier die Oder löschen. Und sonst können Sie natürlich auch hier direkt reinklicken und Preise verändern, wenn Sie jetzt hier bei einer Oder etwas umstellen wollen oder auch eine Stückzahl verändern wollen, macht man natürlich dann logischerweise eher im Bereich Pending, dass man hier hergeht und sagt, okay, ich möchte jetzt hier bei JBLU statt 10 15 kaufen und dann können Sie hier auf Aktualisieren gehen. Also diese Möglichkeiten haben Sie natürlich hier dann auch in dieser Übersicht, ohne da den Book Trader zu öffnen, die Stückzahl anzupassen. Dann auch zu sagen, okay, die kann eigentlich gleich für morgen drin bleiben, wenn ich den Preis heute nicht bekomme, soll es morgen sich ändern, morgen ausgeführt werden. Sehen auch gleich, wenn ich hier draufklicke, jetzt haben wir Bid schon bei 80, Ask 85, also kann man da auch die Order ändern. Man kann natürlich auch eins durchführen, das Ganze dann in der, im jeweiligen Book Trader, anpassen, aber ich denke, es macht hier mehr Sinn, das Ganze über die, solche Veränderungen auch für die Laufzeit dann über diese Oder-Spalten durchzuführen. So, das dazu ähnlich wie Sie bei TradeStation sehen, haben Sie jetzt auch oben die Möglichkeit hier noch gewisse Werte mit reinzunehmen, die jetzt oben mit angezeigt werden sollen. Müsste ich jetzt hier abonnieren, das heißt, die können wir dann schlussendlich auch rausnehmen. DAX. News anzeigen, das brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Und die Werte kann ich hier rein theoretisch löschen. Kann, glaube ich, auch das gesamte Tool dann zuklappen. Also es ist wirklich auf die Sachen begrenzen, die Sie im Endeffekt jetzt benötigen und die dann auch relevant sind. So, das zu Pending ganz wichtig, mit dem sollten Sie hier wirklich auch arbeiten für einzelne Aktien, wo wir auch dann die Option dazu haben. Hier der Bereich Alarm. Das heißt, Sie sollten Sie hier oben in diesem Menü als Auswahlrubrik mit haben. Wenn Sie das hier oben nicht finden, dann können Sie auch auf dieses Dreieck gehen. Da sind noch weitere Sachen wie Chart oder auch Buttons hinzufügen. Man kann auch Buttons hier rausnehmen. Ich denke, Market Scanner, weil Sie um die Zeit noch haben, das heute noch mit zu zeigen. Da kann man die Sachen nach gewissen Werten dann scannen. Sagen wir mal, da wir ja bei TAP investiert sind, bis zu einem, erstmal muss ich der Sache einen Namen geben. Dann hinzufügen, nach Preis, kann jetzt auch sein, wenn das Volumen ansteigt, Prozent der aller Veränderungen ansteigt. Also hier hat man wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist ein sehr hilfreiches Tool, was es in der Form jetzt so bei TradeStation nicht gibt. Basispreis wählt man erstmal, Basiswert, die Aktie aus. Ich sage jetzt Aktie TAP aus der NICE. Und jetzt wollen wir mal benachrichtigt werden. Wir sind bei, was wir noch gesehen haben, 76,72 hatte ich eine Order gesetzt. Wenn jetzt darüber liegt, über unseren Einstiegspreis, möchte ich benachrichtigt werden. Da läuft er wieder Richtung Tageshochkurs. Also größer, kleiner als Methode, Standard.
Das kann man so belassen, beenden. Und dann aktivieren. Kann jetzt noch einstellen, was man für eine Nachricht hier bekommt. Da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man irgendwo benachrichtigt wird. Da können Sie selber mal ein bisschen ausprobieren, wie, in welche Form man jetzt hier benachrichtigt wird. Macht natürlich nur Sinn, wenn man jetzt auch einen Ton am PC hat. Das ist ganz klar. Dann aktivieren. Dann sollte der hier erscheinen. Schließen das mal. Dann sehen wir THP aktiv. Sobald der Preis wieder über meinem Einstiegspreis liegt von 76,72, wird das Ganze ja, ein akustisches Signal hier geben. Ich hoffe, dass Sie es vielleicht dann auch mithören, sollte noch in der verbleibenden Zeit passieren. Ich denke, das bewegt sich jetzt relativ nah am Hochkurs, auch wenn jetzt nicht mehr mit so starkem Volumen wie vor noch ein paar Minuten. Aber das hatte ich ja gesagt zu den Quartalszahlen. Ich denke, da werden wir heute sogar noch die 77-Dollar-Marke sehen. Das sieht momentan sehr stabil aus. So, dann schließen wir das mal. Nein, löschen wir das nicht. Ah, da haben wir es schon. Schließen, da ist natürlich eins, im Gegensatz zu dieser Alarmfunktion, die ich sonst im Radarscreen bei TradeStation zeige, wenn das einmal eintritt, dann bleibt der Alarm so lange bestehen, bis das Ganze, wie gesagt, dann von Ihnen jetzt gelöscht wird oder bestätigt wird. Und dann schaut man sich ja in der Regel diesen Wert an. Jetzt gehen wir mal ein Portfolio. Interessant, wie gesagt, hier beim der Mosaikdarstellung war es automatisch verlinkt. Ansonsten haben Sie hier oben die Möglichkeit, rahmen das mal ein. Hier auf dieses, ja, wie soll man es bezeichnen, ist wie eine Kette, das Ganze zu verlinken, zu verknüpfen. Gruppe 1 haben Sie verschiedene Farben, ich stelle jetzt mal Gruppe 1 ein. Und dann öffne ich einen BookTrader dazu. So, hier mache ich jetzt mal etwas kleiner oder minimiere den mal. Und jetzt gehen wir mal auf den besagten Wert, der jetzt interessant ist, TAP. Ist vielleicht noch irgendwo offen? Nee. Ja, wichtig ist halt, wie gesagt, wenn man mehrere BookTrader offen hat, dass man die dann auch schließt. Aber es sollte eigentlich, kleinen Moment, habe ich jetzt die gleiche Gruppierung? Schauen, wieso funktioniert das jetzt nicht? Wir haben mal Gruppe 2 aus. Gruppe 2. TAP. Das ist jetzt eigenartig. Das sollte sonst funktionieren. Ansonsten sehen wir, ich habe es jetzt mal manuell eingegeben, TAP. Jetzt wieder zurück zum Einstiegskurs, hat jetzt eine etwas
Ja, ruhigere Phase etwas korrigiert. Jetzt schauen wir mal, der Hochkurs, wie gesagt, immer blau markiert bei 76,85. Denken wir dann auf jeden Fall hier so Richtung 72 wird noch in den letzten verbleibenden 2,5 Stunden kommen. Setze da jetzt mal meine Ausstiegsuhr. Jetzt sehen Sie, ich habe es nur mit 100 gesetzt. Das ist auch wichtig, dass man immer die Stückzahl beachtet. Bei TradeStation kriegen Sie sonst eine Meldung, wenn Sie jetzt zu viel verkaufen, also mehr als was Sie haben. Hier ist es so, da geht dann automatisch mit der anderen Stückzahl gleich Short. Da haben wir drauf achten. Und jetzt kann man hier zum Beispiel auch hergehen und das auf 200 erhöhen. Muss man jetzt nicht irgendwo noch aktualisieren. Wenn man es im BookTrader direkt macht, ist das gleich aktiv. Und kann hier natürlich also auch schön verschieben. Wenn ich jetzt sage, okay, die 7 Dollar würden mir reichen, kann ich es nach unten verschieben. Vielleicht noch eine Einstellung, wenn wir nochmal bei 100 bleiben. Setzen wir mal hier 100. Kann ja sein, dass Sie in Teilen aus und einsteigen wollen. Setzt darunter nochmal 100. Da sehen Sie, hat er jetzt bei mir zwei verschiedene Orders eingegeben. Das ist auch etwas, das wird, glaube ich, standardmäßig jetzt noch nicht so vorgenommen. Da müssen Sie auch auf die Einstellungen hier gehen. Einstellung Trade und Orderspalten, Handelsspalten, das war es nicht. Hier oben genau, auf die Einstellung hier oben. Das bezieht sich immer nur auf die Einstellung der Spalten oder der Darstellung. Und das hat mir gesagt, es gibt für jede Rubrik, die Sie hier haben, diesen Schraubenschlüssel. Aber für die allgemeine Einstellung jetzt zum BookTrader haben wir hier erstmal, wie viele angezeigte Reihen. Das kann manchmal sein, dass die Reihen jetzt nicht genügen nach unten, dass sie vielleicht nur gar nicht so weit unten runterscrollen können, um jetzt ihren Stop zu setzen. Deswegen kann man hier die Reihen anpassen, die dargestellt werden sollten. Und im Endeffekt, was man alles hier als Rubrik benötigt. Da haben wir zum Beispiel Name des Brokers, das kann ich weglassen. Gut, Profit Loss ist wichtig, das ist klar. Hoch-Tief anzuzeigen, Kurshistogramm, das ist dieses Histogramm, wie sich das Volumen da verhalten hat, zu welchem Kurs, das ist auch ganz interessant. Bid-Ask-Größen möchte ich auch dargestellt haben. Nach dem Scrollen Autoscroll anzeigen. Also er muss, sollte es eigentlich dann immer zentrieren. Das können Sie dann ein- oder ausstellen. Schriftgröße können Sie auch anpassen. Wichtig ist hier neu zentrieren. Am letztgehandelten Preis ist jetzt bei Optionen nicht ganz so sinnvoll, weil wir wissen, dass es manchmal keine Preisfeststellungen gibt, aber dann der Bid and Ask sich bewegt. Da ist mir der Mid des Bid and Ask lieber. Und das meinte ich, wenn Sie mehrere Orders eingeben wollen, das ist ganz wichtig in diese Rubrik, weil er macht sonst eins, er verschiebt bestehende Orders. Und wenn Sie eine neue Order erstellen wollen, also mehrere Orders in einem BookTrader aufgeben, dann müssen Sie hier das Ganze dementsprechend anklicken, neue Order erstellen und dann haben Sie die Möglichkeit, dann auch mehrere Orders in einem BookTrader aufzugeben. So, Toolbar, die Buttons oben, das ist halt auch die Frage, ob man das braucht. Deep Book können wir auch hier oben rausnehmen. Benutzer definierte Buttons brauche ich eigentlich auch nicht. Das ist jetzt, wenn man schnell mal eine Position schließen will oder in die Gegenposition oder eine Gegenposition eröffnen will, dann kann man das oben mit diesen Buttons durchführen. Der Rest ist schon relevant, dann können wir das mit OK bestätigen. So, sehen Sie, es ist wieder leicht unter den Einstiegspreis gefallen. Wird sich dann mit Sicherheit noch in diesem Bereich dann auch weiter bewegen. Das erstmal hier zum BookTrader. Und wenn es jetzt nicht zentriert, können Sie auch hier direkt auf Wiederholt zentrieren klicken.
Ja, das wie gesagt mal kurz zum BookTrader. So, das dazu. Dann hatte ich ja gesagt, vielleicht können wir noch kurz auf den Market Scanner kommen, aber den Chart möchte ich hier auch nochmal zeigen. Also Chart, wenn Sie hier diese Funktion öffnen, Chart, haben Sie das wie gesagt als separates Fenster. Die Einstellungen sind im Endeffekt identisch, so wie wir sie jetzt hier vorgenommen hatten bei der Mosaikdarstellung. Direkt den Wert auswählen sehen, das ist gerade wieder etwas stärker nach unten korrigiert. Hier sehen wir auch die dargestellten Orders. Ich glaube, die kann man, wenn man es auswählt, auch dann auch hier verschieben. Aber es gibt, wie gesagt, so viele Einstellungen. Wichtig ist, dass im Endeffekt dass man sich so zurechtfindet, dass man weiß, mit welcher Einstellung man was verändern kann. Es gibt immer mehrere Wege. Was hier noch interessant ist im Chartbereich. Den Chart mal kurz rüber. Jetzt sage ich, außer TAP möchte ich vielleicht noch die SONS darstellen. Dann kann ich hier gehen Charts. Entweder einen neuen Chart natürlich dazu öffnen oder neue Charts zu existierenden Chartfenster hinzufügen. Ich habe nur noch Chartfenster offen. Das sollte dann. Genau, da können Sie jetzt auch ein Chartfenster mit zwei verschiedenen Charts darstellen. Können wir das hier nochmal schließen. Und die sollten auch separat verlinkbar sein. Schauen, Gruppe 1, werden jetzt Gruppe 2 ausgewählt. Jetzt klicken wir hier mal einen anderen Wert an. Wir haben jetzt SONS und TAP. Na, das nimmt doch irgendwie noch nicht das. Aus welchem Grund auch immer. Ah, jetzt hier Fenster gruppieren, ah, alles klar. Okay, das müssen wir hier unten einstellen bei diesem kleinen Dreieck. Dann kommt es daneben und jetzt sollte es auch funktionieren. Und zwar TAP. Jetzt passt, Sie sehen, der linke Chart ist jetzt verlinkt. Der rechte bleibt bestehen. Also kann man zum Beispiel rechts sagen, man nimmt den Gesamtmarkt rein und links die jeweilige Aktie oder auch die Option kann die anklicken und dann mit der Verlinkung das Ganze dementsprechend öffnen. Können wir jetzt mal schauen, ob es hier auch noch separate Verlinkungen gibt. Ja, das ist im Endeffekt auch gut, weil jetzt hat man nicht die Möglichkeit und Sie sehen, mein Portfolio ist jetzt hier mit diese Gruppierung verlinkt und jetzt kann ich nicht bei Pending hergehen, hoffe ich mal, und Pending nochmal separat verlinken. Gruppe 1. Nee, das geht nicht, schade. Bleibt immer die gleiche Gruppierung dann. Also auf jeden Fall hier neben dem
Schraubenschlüssel direkt in im Kursmonitor. Da finden Sie die Einstellung zur Gruppierung. Und im Chart, wie gesagt, wenn Sie mehrere, Sie können da bis zu 4 Charts auch in einen reinladen. Jetzt haben wir hier, das nimmt dann natürlich als Tagescandle. Das können wir jetzt wieder ändern in 30 Minuten Candles. Da haben wir jetzt hier den Optionschart von JetBlue. Und wie gesagt, hier ist es ähnlich, wie es jetzt in der Mosaikdarstellung der Fall war. Hier können Sie jetzt weitere Kursmonitore, weiter Beobachtungen. Es ist immer zu empfehlen, dass man halt für die jeweilige Rubrik, wo man jetzt investiert ist, ob es jetzt deutsche Aktien sind, amerikanische Aktien, dann auch separat das Ganze einstellt. Weil sonst sehen Sie jetzt, hier ist es relativ viel. Das heißt, es sind jetzt Optionen, es sind teilweise Aktien, es sind ein oder andere Währungsposition, die hier offen ist. Und das ist natürlich dann dementsprechend viel, was man hier gleichzeitig im Portfolio hat. Und das ist dann immer ganz gut, das hier mal separat zu trennen, dass man dann auch dementsprechend das für die verschiedenen Rubriken getrennt beobachten kann. So, und dann noch wichtig beim Chartfenster oder bei auch den Booktradern, dass sie im Endeffekt nicht die Fenster hier irgendwo am Ende der Sitzung einzeln schließen, sondern alles, was sie benötigen, können sie offen lassen. Entweder sie gehen hier auf Schließen bei ihrer Hauptfenster oder dann auf Datei beenden, dann bleiben alle Einstellungen gespeichert. Ich glaube, man muss auch nicht extra hier auf Einstellungen speichern gehen. Das trotzdem mal sicherheitshalber machen. Er macht genau alle Einstellungen, die jetzt vorgenommen sind, speichert er automatisch und sind dann beim nächsten Hochfahren auch so wieder, oder sollten dann beim nächsten Hochfahren auch so wieder vorhanden sein. So, das noch als wichtiger Hinweis. Dann kommen wir zum Ende nochmal zum Option Trader. Können Sie auch mal parallel vielleicht mit öffnen. So, dann kann man hier, wie gesagt, mehrere Werte gleichzeitig laden. Das ist auch ein Vorteil, wenn Sie jetzt zwei, drei Optionen, oder wie es ja heute der Fall war, wo wir zwei, drei zu Beginn eröffnen wollten, dann kann man halt die jeweiligen Werte dazu laden. Ich mache mal die Grundeinstellung, sieht in der Regel so aus, dass sie alles zumache. Dass am Ende nur ein Wert vorhanden ist. So, und dann gehen Sie oben, da können Sie oben auf Option Chains gehen und über Tab hinzufügen, jetzt einen weiteren Wert hinzufügen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte aber jetzt gleich zwei, drei Werte hier offen haben, dann sobald Sie zwei haben über das Plus, können Sie dann dementsprechend auch weitere Werte hier dazu ergänzen. So, da gehen wir mal auf die heute eröffneten Werte, JBLU als Beispiel. Dann, ich denke, das meisten, die kennen das, die Strike-Preise.
Und Verfallstermine können Sie hier auswählen. Bei Börse lassen Sie immer Smart ausgewählt. Das braucht man im Endeffekt nicht weiter. Hier Basiswert hinzufügen, das können wir im Endeffekt auch rausnehmen. Wie schon gesagt, es ist immer gut, sich hier auf die wenigen wichtigen Sachen zu beschränken. Hier auch schön zu sehen, die implizierte Volatilität für den jeweiligen Wert. Also diese Spalte können Sie durchaus noch oder sollten Sie auch mit offen lassen. Und jetzt nehmen wir mal als Beispiel, die Trading-Spalte ist natürlich auch wichtig. Jetzt können Sie hier, wenn Sie das Ganze wieder verlinken, das funktioniert auch wieder über Gruppe 1. Jetzt gehen wir mal in den November-Call. Ja. Nicht gerade auf Ask, sondern also nicht auf Bid und Ask klicken, sondern auf hier Veränderung oder auf den Last. Sollte das Ganze eigentlich hier in dem verlinkten haben wir ihn. Ah, müssen es nicht da. Schauen, wo haben wir das Ganze verlinkt? Ah, doch, das war der Wert hier. Ja, jetzt hat der ACT den Wert, den ich im ersten Fenster drin habe, dargestellt, aber er sollte das Ganze hier. Ich sehe, das macht er nicht. Also die einzelnen Optionen kann man jetzt wohl nicht verlinken. Ansonsten ist es einfach hier, wenn Sie eine einzelne Option handeln wollen, über den BookTrader, rechte Maustaste BookTrader dazu öffnen, dann kann man sich das Ganze darstellen. Oder ansonsten kann man natürlich auch direkt hier raus handeln, indem man auf Bid oder Ask geht, wird oben die Order eingegeben und man hat jetzt die Möglichkeit, die Stückzahl, alles, was man im Endeffekt hier dazu benötigt, dann dementsprechend zu verändern und anzupassen. Und was ich aber nach verbleibender Zeit noch unbedingt Ihnen zeigen wollte, war hier den Strategy Builder. Also die können wir mit rechts und verwerfen wieder rausnehmen. Da wir ja auch sukzessive dann auf weitere Kombinationsmöglichkeiten in den nächsten Wochen und vor allen Dingen dann im kommenden Jahr für die nächsten Quartalszahlen kommen, ist es wichtig, mit dem Strategy Builder hier zu arbeiten. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, was wir Anfang der Woche, glaube ich, war es, SLB hatten. Und Verfallstermin Februar. Nehmen wir noch Strikepreis, hatten wir ja 105. Es ist also sinnvoll, hier den 115er vielleicht zu verkaufen. Dann wählen wir den 115er noch aus. So, Februar 105 hatten wir gesagt, Kauf. Das ist heute wieder etwas gefallen auf 1,85. Wenn wir jetzt den 115er verkaufen wollen, vorher müssen Sie natürlich in die Rubrik Strategy Builder rein, den 115er verkaufen. Dann hier auf den Bid. Da sehen Sie schon, Kauf 105. Verkauf 115 zeigt Ihnen auch gleich an, ob das die richtige Form ist, die Sie gewählt haben. In dem Fall hier Bullspread, das passt. Und jetzt ist es sinnvoll, hier auf diese Taste zu gehen, weil sonst müssen Sie es beim Ausstieg wieder manuell aufsuchen, auf diese Taste zum
Code-Panel. Also immer bei Kombinationsmöglichkeiten ist es gut, das über diesen Bereich durchzuführen, sobald Sie mehr als eine Option hier handeln. Versuchen Sie das über diese zum Quote-Panel hinzufügen. Dann sehen wir oben Bull Spread. Dann sehen Sie, möchten Sie diese Combo auch in der Kurstafel angezeigt bekommen? Dann sage ich ja. Dann wird es oben noch dargestellt. Das sind dann die einzelnen Bull Spread und darunter die einzelnen Werte, die in diesem Bull Spread enthalten sind. Und was jetzt schön ist, man kann hierher gehen. Stellen wir einen Kursmonitor. Wie nennen wir den? Den geben wir jetzt einen einfachen Namen. Optionskombinationen. Optionskombo. Und wenn wir jetzt hier das Ganze, die Kombination hier anklicken, anklicken mit der linken Maustaste und gedrückt halten, kann ich das direkt so hier in meinen Kursmonitor ziehen. Und habe dann die Übersicht, wie verhält sich der Bull Spread, wie verhält sich diese ganze Kombination. Das gleiche ist jetzt für das Beispiel, was wir gestern auf dem Essen, oder vorgestern war es, glaube ich, auf dem S&P gemacht haben. Ich weiß zwar nicht, wieso jetzt hier den Kurs nicht anzeigt. Machen wir das mal kurz noch für das für die SPY. Können wir hier ein neues Fenster auswählen. SPY. Ich denke, das können Sie sich dann auch nächstes Jahr, wenn es dann wichtig ist, oder wenn es mehr um diese Kombinationen geht, dann auch noch einmal anschauen, dass Sie da wirklich informiert sind und das dann auch dementsprechend berücksichtigen können. Aber jetzt möchte ich das mal für eine Variante anzeigen, wo wir jetzt investiert sind. SPY war dieser Kondo-Put auf Dezember, den Strike-Preis 200. 195, 190 und 185. Ich mache es jetzt mal etwas schneller. Mir geht es darum, das zum Quote-Panel noch hinzuzufügen und dann auch in die Übersicht. Also wir haben die Puts hier auf 585 gekauft. Erstmal in den Strategy Builder rein. Die Puts gekauft auf 185 und 200. Und 195 und 190 verkauft. Er zeigt das hier als Combo an. Im Endeffekt ist es ein Kondor. Jetzt kann ich hier das zum Quote-Panel hinzufügen. Jetzt sehen Sie hinten auch gleich, dass ich das als Position habe. Minimiere das jetzt mal ganz kurz. Jetzt machen wir eins. Jetzt gehen wir her und legen diese Combo an, fügen die hier ein. Eigentlich, dass es nicht anzeigt. Ich versuche es mal kurz beim Portfolio. Ja, hier zeigt es an, momentan 33 Dollar im Minus, diese gesamte Kombination. Das ist halt hier recht gut, dass man das in der Übersicht mit darstellen kann für eine gesamte Kombination. Weiß nicht, wieso das jetzt hier nicht darstellt. Möchten Sie mal die einzelnen Bereiche an abändern. Aber das kann ich mir ja nochmal in Ruhe anschauen und Ihnen dann
auch in einer der nächsten Live-Schaltungen zeigen. Also wichtig ist halt, wie gesagt, um es nochmal zum Ende zu bringen, zum Quote-Panel hinzufügen. Dann haben Sie das oben hier in der Kurstafel, die ganze Kombination und auch die einzelnen Orders dazu. Und dann kann man das, wie gesagt, hier mit der linken Maustaste anklicken und in den Bereich reinschieben, wo man es dargestellt haben möchte, ob jetzt Portfolio oder halt die einzelnen Monitore. Es ist sinnvoller, das in den einzelnen Monitor, das muss auch in die richtige Rubrik mit aufnimmt, um es dann direkt in Übersicht zu haben, um auch mal zu sehen, was ist denn mein aktueller Gewinn und Verlust für diese jeweilige Position. In TradeStation kann ich das, wie gesagt, nur in der Option Station Pro sehen. Wenn ich jetzt so eine gesamte Kombination habe, muss dann immer einzeln die Werte durchklicken. Oder ich addiere es jetzt für mich selber, aber das ist natürlich sehr umständlich. Von daher finde ich das hier eine sehr angenehme Variante, um das in dem Bereich zu überblicken. Gut, dann soll's das